Hallöchen Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft. Ja. Wo fange ich an? Ich bin gerade etwas pissed. Denn ich habe gerade 1,5 Stunden am Stück Minecraft aufgenommen. Normalerweise mache ich ja immer zwischen den Folgen so einen Cut. Ja? Also so, halt hier an. Beende die Aufnahme, starte eine neue und mache einfach so weiter, als wäre nichts passiert. Gerade eben, also heute dachte ich mir, ich mache einfach mal so eine Aufnahmesession und lass einfach mal die Aufnahme laufen und schneide die Folgen danach einfach auseinander. So. Ich habe gerade eben hier angefangen zu graben und habe gerade eben im Scherz noch gesagt, so, ich beende jetzt mal die Aufnahme nach 1,5 Stunden und guck, ob die Aufnahme auch was geworden ist. Nicht, dass ich hier irgendwie die ganze Zeit am Rumlabern bin und es nimmt gar nicht auf. Hab die Folge beendet. Und bin in OBS rein und was sehen meine ungläubigen Augen da? Es hat tatsächlich nicht aufgenommen. Und 1,5 Stunden Recording waren jetzt gerade total für den Arsch. Ich habe so mega viel gemacht. Ich habe eine automatisierte Weizenfarm gebaut, gerade eben in den 1,5 Stunden. Wir haben die Reise vom letzten Mal zu Ende gemacht und ihr habt das. Und das ist jetzt alles. Das ganze Material ist jetzt alles verloren, weil es halt wieder nicht aufgenommen hat. Und das ist mir gerade eben, vorhin habe ich GTA aufgenommen, das ist mir da schon passiert, dass die Aufnahme die ganze Zeit abgekackt ist und ich habe keine Ahnung warum. Wenn das jetzt noch öfter passiert, muss ich mir echt mal Gedanken machen. Das ist richtig, geil, Diamanten, das ist richtig, richtig stressig. Ja, wie gesagt, ich habe mega viel Neues gebaut und gemacht und habe auch meine neuen Mods, die ich jetzt mit reingenommen habe, vorgestellt. Und das ist alles total untergegangen. Ich habe die Ambient Sounds mit reingenommen und die Sound Filters, beide Sound Mods, damit das Ganze hier einfach ein bisschen realistischer klingt und ein bisschen cooler ist. ich habe die Better Achievements. Wenn wir jetzt zum Beispiel noch Biomes of Plenty oder so hätten, wären hier mehrere Reiter, wo wir die Achievements angucken können. Das eigentlich nur so nebenbei. Ich habe Eat the Eggs Mod mit drin, mit der man dann auch mit Eiern endlich mal was kochen kann. Zum Beispiel Rührei oder Spiegelei oder so Zeug, damit die nicht so sinnlos rumfahren. Ich habe die Ender Crop Mod mit reingenommen. Das ist eine Mod. Da gibt's Endersamen und man kann sich dann an der Pflanze Enderperlen züchten, aber die Pflanzen, die wachsen nur unter einem Lichtlevel von 7, also in der Dunkelheit. Und das können wir machen. Und man muss eine Enderperle mit einem Samen kombinieren, oder also mit einem normalen, mit Seeds. Und dann kommt da Endersamen raus. Keine Ahnung. Dann habe ich noch Fast Leaf Decay mit reingenommen. Falls irgendwo, wir haben ja den Tree Chopper, aber falls da irgendwo bei größeren Bäumen noch Blätter rumstehen, dass die schneller weggehen. Dann muss gerade auf meinen Zettel gucken hier. Habe ich noch den More Furnaces Mod mit drin, wo man mehrere neue Öfen drin hat. Zum Beispiel einen Goldofen, einen Diamantofen und einen Obsidianofen. Und ich habe oben in der Wohnung tatsächlich direkt schon einen Gold- und einen Diamantofen gemacht. Crafted jetzt gerade halt in der Aufnahme, die kaputt gegangen ist. Weil die unglaublich schnell sind und man mehr Sachen reinmachen kann. Alter, wie geil! Stück schon, krass. Ja. Was habe ich noch? Genau, ich habe den Tele-Toro-Mod. Und da kann man mit
mit den sogenannten Enderblocks. Also aus 4 Perlen macht man da einen Block. Mit denen kann man dann wie ein Netherportal gleiche Strukturen Portal bauen, anzünden. Und dann bringt das einen in eine neue Welt, in eine neue Dimension. Genau. Ich wollte eigentlich noch Xeros World Map mit reinnehmen. Das ist eine Erweiterung zu der Minimap, die ihr da oben rechts im Eck seht. Und wenn man dann, da kann man dann eine Karte aufrufen, die die komplette Minecraft-Map zeigt, im Stile dieser Karte. Ja? Und ihr könnt dann umscrollen und hin und her, die Karte hin und her ziehen. Und da ist alles drauf, was ihr bisher gesehen habt. Also nicht immer nur der Ausschnitt, sondern tatsächlich die ganze Karte. Und es werden auch die Wegpunkte von der Minimap angezeigt. Aber ich habe es in der Welt, wo ich immer erst Mods ausprobiere, bevor ich sie tatsächlich ins Spiel reinnehme. Im Nether hat es zwar funktioniert, aber ich glaube irgendwie, dass die richtige Minecraft-Welt zu groß ist, um das zu implementieren, um das halt darzustellen, diese Karte. Weil jedes Mal, wenn ich in der normalen Welt diese Karte darstellen wollte, ist Minecraft abgekackt. Ich habe ihm schon mehr Speicher zugewiesen, also mehr Arbeitsspeicher, aber das hat nichts gebracht. Und deswegen habe ich die Mod wieder rausgenommen. Und dann habe ich noch eine, wie die heißt, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, die Substratum-Mod, wo mehrere Erze hinzugefügt werden. Aber ich habe den Verdacht, dass die nur hinzugefügt werden, wenn man eine neue Welt generiert und nicht in bestehenden Welten. Deshalb werde ich die Mod wahrscheinlich auch wieder rausnehmen, weil dann bringt die ja nichts. Das ist alles so dämlich, weil ich habe das alles schon mal erzählt, nur die Aufnahme ist eben flöten gegangen. Oh, wie ich mich aufregen könnte, ey. 1,5 Stunden gelabert und aufgenommen, alles für den Arsch. Ich zeige euch dann nachher oben, was wir Neues gemacht haben. Was ihr noch nicht kennt. Ich bin, also falls es nicht aufgefallen ist, ich bin nicht mehr auf der Reise, sondern ich bin wieder zurück am Haus. Hier sind wir unterm Dorf. Ich möchte tatsächlich noch ein kleines bisschen graben. Ich glaube tatsächlich, dass einfach mein PC irgendeinen Macken hat. Die ganze Zeit ist irgendwas mit den Aufnahmen und die ganze Zeit stimmt irgendwas nicht. Als ich vorher GTA aufgenommen habe, kam die ganze Zeit sowas wie so ein Error von irgendwie Grafikkarte oder Treiber hat gefailed. Und deshalb OBS abgeschmiert, mit dem ich hier aufnehme. Und ich habe es nicht hinbekommen, ordentlich aufzunehmen. Und deswegen musste ich es vorzeitig beenden. Ich habe, glaube ich, 2 Folgen hingekriegt, aber mehr war nicht drin. Und ich habe die eine Mission, glaube ich, 4-mal neu gestartet, damit man es in der Folge sieht, aber irgendwie keine Ahnung. Und jetzt ist, also gut, ich glaube tatsächlich, dass das mit der Leistung zu tun hat, die GTA verbraucht. Bei Minecraft glaube ich, dass es nicht so schlimm ist. Hier glaube ich tatsächlich, dass es schuld dran war, dass die Aufnahme so lang gelaufen ist und dass mein Rechner das von der Leistung einfach nicht packt. Das kann ich mir zumindest so vorstellen. Und das wird mir also ich weiß jetzt ganz genau, dass ich die Aufnahmen auf jeden Fall nicht mehr so lang laufen lasse und weiterhin meine Cuts zwischendurch mache, und dann bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Was allerdings jetzt mit GTA los ist, weiß ich noch nicht. Das muss ich rausfinden. Ansonsten fallen die Folgen demnächst wohl aus. Weil ich habe nämlich keine mehr vorproduziert. Deswegen wollte ich aufnehmen. Aber es ging nicht. Das muss ich in den Griff kriegen. Ansonsten sieht es mit GTA-Folgen nämlich sehr schlecht aus. Und das will ich eigentlich nicht. GTA ein verdammt geiles Game ist. Und ich das hier auf dem Channel super gern weiterspielen würde. Wir werden sehen, was draus wird. Grabe ich den Gang noch nach hinten und dann noch mal einen nach vorne und dann bin ich wieder vorne an der Treppe und dann höre ich auf. Mit den paar Diamanten hat sich's eigentlich schon gelohnt. Auf der Reise, die wir gemacht haben, beim letzten Mal noch. Also jetzt ist es, also für euch ist es die letzte Folge gewesen. Da war ich auf Reisen. Da habe ich ein zweites Dorf gefunden und in dem Dorf einen Sattel und eine goldene Pferderüstung. Und um das Dorf rum waren saumäßig viele Pferde und dann habe ich mir eins getamt und bin mit dem rumgeritten. Und dann habe ich mich verlaufen und wusste nicht mehr, wie ich zurückkommen soll. Also ich meine, ich habe ja schon auf die Karte geguckt. Aber irgendwie stand ich dann plötzlich am Meer und musste aber hätte geradeaus müssen. Laut Karte zumindest. Ich wusste nicht mehr, wie ich da drumherum gekommen bin. Und deswegen habe ich das Pferd wieder verlassen müssen. Hab den Sattel und die Pferderüstung allerdings mitgenommen wieder. Ja. Und was jetzt hier am Haus oder halt am Grundstück alles neu ist, zeige ich euch, wenn wir gleich wieder oben sind. Dann seid ihr auf demselben Stand wie ich und dann können wir wieder ganz normal weitermachen. Hoffentlich zumindest. Ich hab keine Schaufel mehr. Da hätte ich mal dran denken können. Natürlich tonnenweise Kies sein. Kann ja gar nicht anders. Diese Gänge sehen auf der Minimap so geil aus. Die nehmen wir mit. Ja, schade, wenn wir die hier liegen lassen. Oh.
Und am besten alles schön ausleuchten. Wir sind nämlich immer noch auf einfach und da könnten ja Münsterchen spawnen. Das wollen wir nicht. Wäre zumindest verdammt ungünstig gerade. So. Gleich sind wir wieder vorne. Nur noch ein Stück. Nur einer? Also ich meine, ich bin froh über jeden, den ich finde, aber bisher waren es immer mehrere. Und tatsächlich nur einer in der Nähe zu sein. Naja. Besser als nix. Und jetzt sind wir eh gleich wieder vorne. So. Schön. Jetzt gehen wir wieder nach oben. Ja, was ich euch gleich als allererstes zeige, fangen wir hier drüben an. Ich habe in dem Dorf mega viele Bücher geklaut und habe die hier zu Bücherregalen verarbeitet. Wir können jetzt richtig krass zaubern. Aber dazu fehlen noch ein paar Bücher. Und auch die Stufe zum Zaubern, also die Erfahrung. Dann machen wir hier drüben weiter. Das hier sind die besagten Öfen, der Goldofen. Der hat mehrere Slots auf beiden Seiten und da kann man mehr reinmachen. Und der Diamantofen hat auch krass viele Slots. Und ich möchte euch einfach nur mal geschwind zeigen, wie schnell dieser verdammte Ofen ist. Das ist ultimativ. Super geil, ich könnte stundenlang zusehen. Und dann gibt es noch einen Obsidianofen. Der hat einen Slot, also hat zwei Slots, glaube ich, für Kohle. Und dann nochmal jeweils zwei Slots. Und da kann ich dann zum Beispiel oben, also da kann ich einen Eisenstack und einen Goldstack reinhauen und die werden dann gleichzeitig geschmolzen. Also ich muss nicht warten, bis der eine Stack fertig ist und dann kommt der andere, sondern da kann man mit dem Obsidianofen kann man zwei Stacks gleichzeitig verarbeiten. Das ist auch ganz cool, vielleicht lege ich mir den auch noch irgendwann zu. Allerdings nicht jetzt. Es ist, glaube ich, gerade Nacht. Ja genau, ich habe Bibliothekar erzielt mit dem Bau der Bücherregale. Vorher hatten wir vielleicht auch nicht mehr. Und davor hatten, also wir haben ja alle Bücherregale hingestellt und dann erst den Tisch. Und dann aber erst, erzählt aber erst die, das Bücherregale bauen als, ja. Was wollte ich euch noch zeigen? Ich wollte die Sachen nach unten bringen. Ganz kurz. Lazuli kommt auch hier rein. So. Da waren gar keine übrig, ne? Steinstufen, meine ich. Steinhalbstufen.
Egal, machen wir die hier rein. So. Unsere halbautomatische Weizenfarm. Hier unter den Halbstufen kann man das Wasser durchsehen, die den Boden hier bewässern. Und da unten hat es einen Hebel. Wenn ich den drücke, dann gehen die Pistons runter und das Wasser spült den ganzen Campus hier nach unten in die Trichter und dann in die Kiste. Und wir können neu anbauen. Ich könnte jetzt hier drücken, aber dann würde das alles runterkommen. Das will ich nicht. Das Feld hier, habe ich gesagt, ernten wir jetzt noch ab, wenn was wächst. Aber bauen es nicht neu an. Zumindest nicht mit Weizen. Denn ich habe dann gesagt, ich mache hier das Feld mit Karotten. Und hier ein Feld, mit Kartoffeln und hier das Karotten. Also auch hier 4 Felder breit und den Rest, den machen wir wieder dicht. Genau. Im Prinzip gar nicht so viel zum Zeigen. Aber es hat sich so viel angefühlt beim Bauen. Na gut, wir haben ja nicht nur gebaut, wir mussten die Reise ja auch fertig machen. Lassen wir jetzt noch wachsen. Das nehmen wir schon mit. Und dann machen wir das Feld ein bisschen kleiner und bauen dann nur noch Karotten und Kartoffeln hin. So ist zumindest der Plan. Und wir sind jetzt schon wieder bei, ja, fast 24 Minuten. Deshalb mache ich jetzt direkt wieder einen Cut. Sonst kackt die Aufnahme auch noch ab und dann kriege ich wirklich einen Hals. So, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr mir das sehr gerne mit einem Daumen nach oben zeigen. Ich auf jeden Fall würde mich riesig darüber freuen. Und dann würde ich mich auch noch riesig freuen, wenn ihr beim nächsten Mal einfach wieder mit einschaltet. Und bis dahin, macht's gut, ciao!